TSV Ellerbeek oder Ellerbeck. Zweiter Heimsieg hier heute in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Heute hat sie es gezeigt, war ein spannendes Spiel. Und da frage ich natürlich gleich kurz nach Spielende den Präsidenten Thorsten Fädchenheuer. Wir machen das ja jetzt schon regelmäßig. Und ich denke mal, so kann es weitergehen. Man hat jetzt schon Heimspiele gehabt, man hat davon zwei Siege geholt. Letzte Woche auswärts wieder auch ein Spiel, was klar nach hinten losging, vom Ergebnis jedenfalls her. Wenn es dann auswärts noch klappt, so wie zu Hause, kann es ja weitergehen. Ja, genau so ist es. Also erstmal möchte ich der Mannschaft gratulieren, dem Trainer gratulieren zu diesem Sieg wieder zu Hause. Ja, also man hat gesehen, Zuschauer, ne, begeistert, hier war richtig Stimmung in der Halle wieder, viele Unterstützung der Leute und das ist ganz wichtig und das ist einmal erstmal ein Dank auch an die Zuschauer und das springt dann über auf die Mannschaft, das muss man ganz klar sagen und ja, wenn sie dann erfolgreich spielen, man sieht es am Ergebnis, sind wir alle zufrieden. Vielleicht muss man auch ganz, ganz klar sagen, ihr habt ja mit zwei Heimspielen begonnen. Jetzt war das Heimspiel, was gewonnen worden ist. Dann kommen jetzt auch zwei Auswärtsspiele. Da war doch vielleicht heute auch wichtig, hier heute zu gewinnen und mit einem Erfolgserlebnis hier aus der eigenen Halle dann eventuell auch für zwei schwere Auswärtsspiele dann sich zu wappnen. Ja, genau so ist es. Ich glaube, das ist jetzt so der nächste Schritt, dass die Mädels sehen, dass sie in dieser Liga mithalten können. Und jetzt müssen sie einfach mal gucken, dass sie auch auswärts ein Spiel durchziehen können und mal zeigen können, dass sie auch auswärts gewinnen können oder zumindest einen Punkt holen können. Und ich glaube, wenn sie das mitkriegen, dann werden wir noch viele gute Spiele haben und auch ein paar Siege sehen, bin ich mir sicher. Ja, ich habe mal hier mein Infoblatt bekommen von der Redaktion. Und da gab es ja gestern auch Ergebnisse, zum Beispiel Pro Sport Berlin 24. Die sind ja auch eigentlich noch mit 0 Punkten und haben sich ganz teuer, ich glaube beim Tabellenfünften bei der HF Hug, verkauft, 30-28. Und heute die TSV ist ja auch noch ohne Punkte, hat man aber so im Spiel erstmal nicht gesehen. Ich denke mal, zum Schluss ist die TSV ein bisschen eingebrochen, aber es hätte hier heute alles sein können. Ja, genau, das war zu sehen. Ne? Auch eine junge Mannschaft halt, ja, auch sehr schnell gespielt. Und ja, das muss man schon sagen. Ich glaube, das Niveau ist sehr, sehr eng zusammen. Und man sieht, man muss jedes Mal voll alles bringen und gerade hier zu Hause, um zu gewinnen. Und selbst das heißt nichts, wenn man noch keine Punkte hat, dass das dann unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass sie schlechter sind. Das muss man nicht sagen. So, dann gucken wir mal beide auf den Ansetzungsplan für die nächste Runde. Also am 24.10. Samstag 18.30 Uhr ein Auswärtsspiel. Da sind oder seid ihr zu Gast bei der MTV 1860 Alt-Landsberg. Und am 31.10. am Samstag 16 Uhr bei Fortuna 50 Neubrandenburg. Und am 8.11. dann wieder zu Hause gegen Pro Sport Berlin. Also danach auch noch wieder auswärts bei der TSV Aufschlag. Jetzt kommt nochmal am, ich sag mal, bis zu Weihnachten nochmal eine richtige Hammerrunde und da, denke ich mal, muss der Trainer auch den Ball flach halten und immer wieder neu motivieren oder sagen alle, wir sind in der Regionalliga und wir wollen es halten, egal wie. Nein, ich glaube, soweit sind die Mädels, dass sie das erkannt haben, dass sie sagen, wir wollen in der Regionalliga mitspielen, wir wollen das halten, wir wollen das Ziel schaffen und ich glaube, der Trainer muss sie nur motivieren, weiter motivieren, dran zu bleiben, auch wenn es mal nicht klappt und dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken und dann wird das auch funktionieren. Und dann, glaube ich, haben wir auf jeden Fall wieder auch das nächste Mal, wenn wir zu Hause sind, wieder volles Haus. Und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir noch erst einen Punkt zu auswärts. Das wäre schön. Und wir beide und unser Kamerateam, wir sagen Dankeschön hier in der Sporthalle. Und vielleicht kann unsere Kamera ja nochmal hinschwenken zum Ergebnis. 34-29. Wir sehen uns dann wieder, wir sagen es gerne nochmal, am 8.11. gegen Pro Sport Berlin 24. Vielleicht fette Beute in den beiden Auswärtsspielen. Vielleicht 2 Punkte, vielleicht 4 Punkte. Vielleicht mal versuchen auch was zu holen. Und dann sagen wir dem Präsidenten, Thorsten Fädchenheuer, Dankeschön. Und vielleicht haben wir nachher noch den Trainer hier. Ansonsten einen schönen Sonntagnachmittag, eine schöne Woche. Und wir schalten gleich wieder zur Werbung und zum Verkehrsfunk. Schön, dass ihr da wart. So, wir haben auch noch zu Gast schnell nach dem Spiel hier heute Grün-Weiß gegen die TSV. Wir haben es ja noch an der Anzeigetafel stehen, 34-29. Endlich auch mal den Trainer hier am Ende des Spiels am Mikrofon. Jetzt haben wir den zweiten Heimsieg hier in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Sind Sie denn oder bist du denn zufrieden? Es war ja schon während der ersten Halbzeit schon mal die Chance, sich mit 3-4 Toren abzusetzen. Aber dann hatten wir ein knappes Halbzeitergebnis, vielleicht erst mal zur ersten Halbzeit. Naja. Also zur ersten Halbzeit muss ich sagen, das war ein gegenseitiges Beschnuppern und wir haben uns ja einen Gegner hier gefunden, der auf Augenhöhe spielt
Und ja, das ist so ein Derby, sage ich mal. Und auf der Tabellenposition ist man ja auch etwas dichter zusammengerückt. Es ist nicht ganz so einfach, als wenn man jetzt gegen höherklassige Mannschaften spielt. Da spielt man befreiter auf. Jeder wusste, worum es heute geht. Und jeder hat sich reingehängt. Und ja, erste Halbzeit war knapp, knappe Führung. Aber wir haben eigentlich kontinuierlich geführt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir hier doch dominiert und unser Spiel durchgezogen, so wie wir es auch besprochen hatten. Genau, Halbzeitstand 12-11. Ich habe hier mir noch ein paar Ergebnisse rausgesucht und es war ja heute eigentlich das Spiel Platz 11, Grün-Weiß, Platz 13, die TSV, bis jetzt ja mit 0 Punkten. Was sagt denn der Trainer dazu? Nicht, dass hier leichte Gefahr ist und sagt, oh, die haben noch nicht ein Spiel gewonnen und wir putzen die heute weg. Nein, natürlich. Die hatten nichts zu verlieren, haben 0 Punkte. Und klar, wenn man Punkte holen will, will man die beim Mitaufsteiger holen, so wie wir auch. Aber wir haben jetzt hier zu Hause gespielt und ich habe meinen Damen klar gesagt, wenn wir zu Hause spielen, dann muss man das auch sehen und dass das hier eine Hölle wird, dafür sind ja ganz einfach die Zuschauer verantwortlich. Ja, und wenn man jetzt mal ein Resümee zieht, hier die ersten Spiele in der Saison, auch mit den Auswärtsspielen, wo es auch zwischendurch auch klare Niederlagen gibt, zufrieden oder ist man im Soll? Ich meine, der Trainer hat ja immer sein Auge auf alles. Oder kann man jetzt mal unter uns hier sagen, es läuft eigentlich so wie geplant oder nicht? Also zufrieden ist man nie. Also sicherlich haben wir diese Big Points jetzt gemacht, dass wir gegen Mitaufsteiger gewonnen haben. Aber ich muss auch ganz klar sagen, einige andere Spiele haben wir uns einfach unter Wert verkauft. Und sicherlich im Anfang der Saison hat man vielleicht noch Respekt. Und je eher wir den ablegen und dann denke ich mal, dass wir ja den einen oder anderen hier zu Hause auf jeden Fall noch ärgern werden. Also könnte ich das richtig verstehen, Fazit vom Trainer, bis jetzt jedenfalls, mitspielen kann man auf jeden Fall, das kann man vielleicht jetzt schon sagen. Und wenn der Respekt nicht vor Ehrfurcht kommt, dann denke ich mal, hier zu Hause auf jeden Fall und auswärts könnte es ja dann auch mal klappen. Ja, natürlich. Also es ist eine junge Mannschaft, die lernen noch. Also wir haben ein Durchschnittsalter von 22 Jahren und wir haben viele A-Jugendliche, ehemalige A-Jugendliche dabei und die schnuppern hier Frauenregionalliga-Luft, dritte Liga, also was will man mehr? Und dass die mal verlieren, das ist auch ganz normal. Aber sie sollen sich an die Härte gewöhnen und dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison stehen. Also mal ganz kurz noch eine Frage. Außen heute Vivi Bartlau, die ist ja heute ganz schön hart rangegangen, wurde auch mit Zeitstrafe belegt und ihre Gegnerin hat aber auch nichts offen gelassen. Die haben sich ja heute richtig da behakt. Ja, das gehört nun mal auch dazu, dass man sich im Handball auch mal anfasst. Wir spielen ja kein Schach. Okay, dann nochmal vielleicht ein Ergebnis. Die HF Hug gegen Pro Sport Berlin 24 hat sich ja gestern Abend teuer verkauft, 30-28, auch ohne Punkte bis jetzt. Und wenn man jetzt mal bei euch hier auf den Plan guckt, das nächste Auswärtsspiel gegen Altlandsberg und dann gegen Neubrandenburg und dann kommt ja am 8.11. Pro Sport Berlin 24, dann wird das ja wahrscheinlich auch ein heißes Spiel. Auswärtsspiele, vielleicht auch noch mal ganz kurz, jetzt zwei hintereinander. Ihr habt ja mit zwei begonnen. Da muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht wieder unter die Räder kommt. Naja, also das leichteste Spiel der Saison haben wir am nächsten Wochenende gegen den MTV Altlandsberg. Und die sind klar in der Planung für die zweite Bundesliga. Und wenn wir da hinfahren, dann wollen wir uns natürlich nicht abschießen lassen, aber man erwartet auch nichts von uns. Und so werde ich das den Damen auch sagen und so müssen sie sich dann dort auch verkaufen. Soll dort immer ein volles Haus sein, so wie bei uns. Und das ist doch schön. Also ich bedanke mich beim Trainer Andreas Bartlau. Einen schönen Sonntagabend noch und wir sehen uns ja dann bei dem nächsten Heimspiel. Ihr seid jetzt zweimal auswärts und dann hoffen wir, dass, und der Außendienstler kann man das ja auch mal sagen, wie sagt man, hier beim Sport, bei der Redaktion und hier bei der Reportage, fette Beute bei den zwei Auswärtsspielen. Zwei Punkte oder vier mitbringen? Werden wir sehen. Alles klar. Schönen Dank, Herr Bartlau. Tschüss und schönen Sonntag.